kleines Video heute Morgen. Ich werde heute noch zwei Hunde vorstellen. Das ist einmal Alan der Erste und dann Alan der Zweite. Müssten Geschwister sein oder muss ich noch schauen. Okay. Also schöner Hund. Ja, 2018 oder jünger geboren. Also ich denke mal eher jünger. Sieht eher aus wie 3, maximal 4. Aber ein schöner Hund. Noch ein paar Videos von Alan. Schauen wir uns mal an. Ja, ein Knallgerät. Der hat Power. Cooler Auslauf. Ich kenne das Tierheim. Da war ich auch schon mehrmals. Hab Spenden gebracht und Hunde mit nach Deutschland. Ich weiß, Alan der Erste und Alan der Zweite. Genau. Könnten Geschwister sein. Leckerchen sind alles. Ja, ja. Toben. Auf jeden Fall braucht Alan Menschen, die mit ihm viel spazieren gehen, vielleicht joggen, Radfahren. Eine junge Familie mit etwas schon älteren Kindern. Oder rüstige Senioren, die denken, okay, wir gehen jeden Tag mal ein paar Kilometer mit ihm. Ah, gute alte Frohling. Schöne Hunde, schöne Gesichter. Ein bisschen Angst haben sie noch. Das steht aber auch im Text. Sind beide noch in Polen. Aber klasse Auslauf. Können die Hunde direkt von ihren Zwingern raus. Super. Gut, hier ist eine etwas ältere Alan und alle zweite leider weiterhin sehr, sehr scheu. Das ist ja schon, ne? Was da liegt. Ein älteres Video, glaube ich. Das ist Maria im Hintergrund, die liebe Maria. Tierschutzverein, Hunde. Hundefreundliche Leben e.V. Schöne Hunde, tolle Hunde. Knie hoch, haben die 15 Kilo. Eigentlich perfekte Hunde für fitte junge Leute. Okay, was steht über Alan geschrieben? Langzeitinsasse seit 2019, 5 Jahre. Also Notfall. Mischling, Mittelgröße, ja genau. Kastriert, ja. Alan kam gemeinsam mit seiner Mutter Sarah zu unserem Tier, okay? Beide wirken anfangs wie wilde Hunde auf uns, die nur langsam Fortschritte machten. Sarah hat inzwischen ein gutes Zuhause gefunden, nur Alan wartet nun schon so lange auf seine Chance. Wir wissen Alan jetzt mit. Okay. Doch, der Bruder von Alan ist okay. Alanik, Alan der Zweite. Genau. Sarah ist genau so. Nachtrag. Alan hat sich zu einem Artgenossen gut verträglichen Hund entwickelt. Also Zweit- und Dritthund, die ihm wissen, was die Angst nehmen, wird natürlich perfekt. Inzwischen vertraut er auch seinen wenigen Bezugspersonen und kann schon langsam die Gassengänge genießen. Bei fremden Menschen ist er leider noch immer sehr misstrauisch. Aber das ist leider. Wäre gut so. Danke, Anja, du Rettungspatin. Ja, man sieht, kann von oben so mit dem Hund nicht immer streichen oder mit Angst, aber man sieht, die Leute gehen den Tieren sehr, sehr gut mit denen um. Sonst würde Maria auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Genau. Ja, das Tierheim kenne ich, war schon mal. Schon 10 Jahre her. Also Alan der Zweite müsste es sein. Das ist Alan der Erste. Ja, könnten wirklich Brüder sein. Ja. Also wer Interesse hat, einen sehr fitten, jungen, tollen, schönen Hund aufzunehmen und ihm eine tolle Familie zu geben. Er braucht viel Auslauf. Ich denke auch viel Kopfarbeit, noch Erziehung, aber für die Zukunft ein Traumhund, wirklich kann ich jedem empfehlen. Alan, ich wünsche dir alles Gute. Du wirst eine Familie finden. 5 Jahre im Tierheim ist einfach zu lang. Bis dann mal, Schatz. Ciao.